Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir spielen den Grafen von Broerek. Unser Name ist Graf Iokilin von Broerek. Das sind wir. Und wir sind seit letzter Folge, seit der ersten Folge verheiratet. Unsere Söhne sind alle verheiratet. Oder sind versprochen. Ja, Moment. Nee, doch, die sind alle verheiratet. Genau. Alle verheiratet. Und, ja, die finden uns auch alle ganz toll. Und wir selbst schauen uns mal unsere Persönlichkeit an. Wir haben hier Werte von 0 bis, ich glaube, die gehen bis 20. Könnte aber auch sein, dass sie höher gehen, dass ich mich da irre, aber 20 habe ich bisher noch nicht gesehen. Hier, Diplomatie. Unsere Staatsdiplomatiefähigkeit ist 11. Und dann gibt es hier einen Modifikator, also unsere eigene Staatsdiplomatie kommt hinzu, dann die unserer Gemahlin, die ist nicht besonders diplomatisch, hier 8, davon dann die Hälfte, kommt dann zu diesem Gesamtwert dazu und dann die der Ratsmitglieder, das müsste die vom Kanzler sein, 18, genau. So, und das gibt dann die Gesamtstaatsdiplomatie, 33, ja, Diplomatie haben wir 11. Wir sind nicht der beste Kriegskünstler, unser Marschall offenbar auch nicht. Er hat eine 12, unsere Gemahlin hat da wahrscheinlich dann 4. Genau. Ja. Und das sind hier so Verwaltung, Intrige und Bildung. Das sind jetzt hier dann die Staatswerte, die wir hier haben. Die dann bei gewissen Tätigkeiten einbezogen werden. Ich glaube, im Krieg wird dann, oder wenn wir dann kämpfen, wird dann unsere Staatskriegskunst hinzugezogen und für ähnliche Ereignisse werden dann hier diese Staatswerte verwendet. Wenn sie persönlichen Ursprungs sind, dann natürlich die persönlichen Werte. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Eigenschaften. Charismatischer Verhandlungsführer. Der charismatische Verhandlungsführer ist ein hervorragender Diplomat. Er beeindruckt Würdenträger mit eleganter Kleidung und überzeugender Rhetorik. Dadurch verschlechtert sich unsere Kriegskunst um 1. Intrige, Diplomatie und Bildung werden genauso besser wie Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit ist natürlich wichtig für Kinder, die wir hoffentlich noch zeugen. Was haben wir hier noch? Wir sind neidisch. Dieser Charakter wird von Neid verzehrt. Envidia, der sechsten Todessünde. Intrige plus 2, Diplomatie minus 1. Meinung des Lehnsherren minus 15. Gut, dass wir keinen Lehnsherren haben. Wir sind ja unabhängig. Moment, wo war das gleich zu sehen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wenn ich hier. Ich kann es gleich nochmal anzeigen lassen. Also wir sind auf jeden Fall. Das ist ein unabhängiger kleiner Staat. So, dann haben wir hier gerecht. Der Gerechtigkeitssinn dieses Charakters ist gut ausgebildet. Eine von Vasallen und Höflingen sehr geschätzte Eigenschaft. Verwaltung besser, Bildung plus 1, Meinung der Vasallen plus 10, Meinung durch gleiche Merkmale plus 10, Meinung durch entgegengesetzte Merkmale minus 10. So, das heißt dann, diese gleichen und entgegengesetzten Merkmale beziehen sich immer auf zwei Personen, immer auf die eine Person, die gewisse Merkmale hat und eine andere Person, die diese Merkmale auch hat oder eben nicht hat. Wenn jetzt meine Gattin das entgegengesetzte Merkmal hat, das wäre, ich glaube, das wäre, wie hieß denn das gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Naja, sagen wir mal, sie hätte gerecht, dann wäre jetzt Iokilin bei ihr noch beliebter. Dann würde das Ansehen bei ihr um plus 10 steigen. So, ja, bescheiden. Bescheidenheit oder Humilitas ist die siebte Tugend und das Gegenteil von Stolz. Bescheidene Charaktere erlangen Pietät, die Stolzen Prestige. Bescheidene Charaktere tendieren zur Verachtung von stolzen Charakteren. Wir kriegen monatliche Pietät plus 1. Pietät ist das hier. Das ist das Ansehen bei der Kirche. Ja, nicht nur, aber die Kirche, die schätzt die Pietät. Dann Meinung durch gleiche Merkmale plus 10, durch entgegengesetzte minus 10. Und faul sind wir auch noch. Dieser Charakter ist erschreckend faul. Arcadia oder Arcadia, je nachdem, wie man das lateinisch aussprechen möchte, gibt es ja verschiedene Schulen.
Acadia, die vierte Todessünde, ist eine durch und durch negative Eigenschaft. Kriegskunst minus 1, Intrige minus 1, Diplomatie minus 1, Verwaltung minus 1, Bildung minus 1 und Meinung der Vasallen minus 10. Die können wir aber im Laufe des Spiels noch loswerden. Durch, ja, durch irgendwelche Ereignisse werden wir sehen, was dann passiert. Es kann aber auch sein, dass diese Eigenschaft faul gewisse Ereignisse erst auslöst. Wir sind faul und deswegen haben wir dann meinetwegen irgendein Ereignis, das uns dann die Möglichkeit gibt zu entscheiden, was wir machen wollen. Und wenn jetzt da zum Beispiel das Ereignis kommt, dass wir an einem Turnier teilnehmen könnten, an einem Ritterturnier teilnehmen könnten und wir das machen, dann sind wir vielleicht nicht mehr faul. Oder wir rennen jeden Tag eine Runde um die Burg oder irgendwie sowas. Das kann passieren und dann kann man das verlieren. So, wir haben bereits 13 Leute an unserem Hof, die wir dann verheiraten können. Die können wir dann zu jemandem hinschicken. Die können wir dann in unseren Rat berufen. 6 Verbündete haben wir. Den König von Navarra, den König von Norge, Herzog von Burgund, Herzog von Nidaros, den Graf von Najera und den Graf von Viken. So, und dann gucken wir mal. Ich glaube, das Rote hier heißt, genau, das Rote heißt, wir können die nicht in den Krieg rufen. Das heißt, wir haben überhaupt keine, in dem wir hier in den Krieg rufen können. Warum nicht? Der König Anzo der Vierte von Navarra kann an keinem der gegenwärtigen Kriege von Graf Iokilin von Borek teilnehmen. Und warum? Wir können keine Vasallen zum Kriegshof. Ja, okay, das ist ein Vasall, alles klar. Naja. Wie auch immer. Wir können aber hier Verbündete rufen. Und zwar König Anso von Navarra. Können wir nicht. Ist doch Quatsch. Ja, Krieg in den Krieg rufen von König Harold II. Der greift da hier vorne an und wir können da jetzt dran teilnehmen. Ich nehme erstmal die Pause raus aus dem Spiel und zeige euch nochmal kurz, was wir machen. Wir versuchen hier Ansprüche zu fingieren in Leon. Das ist hier oben. Huch. Ah, guck mal, da sind wir sogar schon erfolgreich. Mein Fürst, wie es scheint, trägt meine Arbeit in Leon allmählich Früchte. Unter Zuhilfenahme von Bestechung, Erpressung, Drohung und Kriecherei ist es mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf Grafschaft von Lyon zusammenzuspinnen. Ein Gebiet, das sich derzeit im Besitz von Graf Morvan von Lyon befindet. Die Entscheidung, ob ihr diesen Anspruch geltend zu machen wünscht, liegt nun ganz bei euch. So, das ist unser Kanzler. Das ist der Graf Morvan von Lyon. Der hat einen Verbündeten, den Grafen von Naonet. Das liegt doch hier unten, genau. Now net. Müssen wir mal gucken, wie viele Truppen hatten der? 1370. Wir setzen den Anspruch durch. Das hat uns jetzt Geld gekostet und Ansehen. Ich mach mal die Geschwindigkeit runter. Jetzt können wir nämlich hier vorne das, wir können ihm jetzt einen Krieg erklären. Graf Morvan von Lyon ist unabhängig. Ach, wir können nicht. Wir können keinen Krieg erklären. Ach so. Dann kann ich die Pause ja wieder reinnehmen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte, wir hätten da jetzt die Möglichkeit, dem den Krieg zu erklären. Schade. Wir klicken es mal an. Da. Er hat den Titel Grafschaft von Lyon. Okay. Ja, was machen wir denn da? Wir wollen uns doch hier ausdehnen. Müssen wir da vielleicht ihm hier, dem König, direkt den Krieg erklären? Der ist König, der ist Graf. Der ist Graf. Ist das hier vielleicht ein Herzog? Auch ein Graf. Und das ist auch ein Graf, ja. Der König von Bres hat genug Truppen. Tours ist auch ein Graf. Herzog. Der hat wahrscheinlich mehr Truppen als wir. Ja, natürlich. Ja. Okay, wisst ihr, was wir da machen? Da würde ich sagen, kämpfen wir doch erstmal in England. Einfach mal, damit ihr das seht. Und damit wir da ein bisschen Prestige sammeln. Wir gehen aber auch nochmal erstmal hier aufs Militär.
Wir haben unsere persönlichen Vasallen, unsere persönlichen Wehrpflichtigen, so. Wir haben keine Vasallen. Hier steht zwar von Vasallen, aber wir haben keine Vasallen. Das heißt, diese Truppen hier, die stehen auch direkt unter unserer Fuchtel. Und wir haben hier eine Flotte. Da können wir dann Schiffe ausheben. Wir brauchen Schiffe, um unsere Truppen überzusetzen. So, jetzt können wir hier die Truppen nehmen, die hier aufs Schiff schicken. Oder müssen wir die erstmal einschiffen? Das geht natürlich auch. Ja, einschiffen müssen wir die. Schicken die dann. Wo schicken wir die hin? Wir können die hier nach Wessex schicken. So. Und dann gucken wir gleich mal hier. Glamorgan. Graf Cadogan. Cadogan von Glamorgan. Der ist auch unabhängig, kann das sein? Nochmal drüber. Die Grafschaft. Er hat keinen. Also das würde sonst hier auftauchen. Größeres Symbol. Das würde dann bedeuten, dass er da irgendwo jemandem unterstellt wäre. Wie hier, genau. Taucht da nämlich nicht auf. Grafschaft von Glamorgan. Und das hier ist das kleine Königreich von De Heubart. De Hubert, denke ich mal, heißt es. Naja, da können wir doch nochmal einen Anspruch hier vorne drauf erheben. Ich dachte, wir hätten hier hinten sowieso irgendwo noch was gehabt. Ansprüche, starker Anspruch auf Grafschaft von Lyon. Klar, das hatten wir. Gegenüber, ja, wir sind im Krieg gegenüber Herzog William von der Normandie. Ja, und greifen mit dem norwegischen König zusammen an. So, haben wir unsere Truppen hier, unsere Ratsmitglieder? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht ausgeschlossen von der Teilnahme an Kriegszügen. So, dann wollen wir mal sehen. Wir nehmen die Pause raus. Die Geschwindigkeit kann man aufsetzen. Ah, ich gehe nochmal in die Pause. Wir schauen mal, ob wir hier eventuell noch Ratsmitglieder verheiraten können. Wer möchte denn nämlich heiraten? Wäre doch nicht verkehrt. Eine Bretonin, Muriana Höfling in Boarek. Ja, wir würden zwar kein Bündnis erzielen, aber die mag mich. Also, warum nicht? Dann haben wir noch einen Marschall. Der ist nicht verheiratet. Er möchte ein Vorbild für die Menschheit werden. Können wir den verheiraten? Nein, wir haben niemanden zum Heiraten. Schade. Wir haben keine Leute mehr am Hof, die nicht verheiratet sind. Dann können wir ihn auch nicht verheiraten. Naja, und ich weiß jetzt nicht, wie groß der Imageverlust oder der Ansehensverlust bei dem Grafen von Lyon war. Wir können unseren Kanzler mal hier vorne hinschicken. Ach, der ist dann noch bis zum 17. März beschäftigt. Okay, das hier sind Truppen aus England. Das sind Truppen aus England. Dann können wir doch mal von hier die Truppen nehmen und hier mal einfallen und ihn dann hier vor Ort schon angreifen. Und da unseren ersten Sieg einfahren. Oh, vor kurzem erschien ein seltsamer rötlicher Ausschlag auf meinen Handflächen und Fußsohlen. Zusammen mit Fieber und Kopfschmerzen. An manchen Stellen des Ausschlags erschienen hässliche und juckende Abszesse. Oh, was ist mit mir los? Oder los mit mir? Wir haben Lüs, oder heißt es Lus? Wir sind auf jeden Fall krank, sind unfruchtbar und oh. Ungesund. Verlieren an Attraktivität. Oh, und die Truppen des Feindes ziehen ab. So, jetzt sind wir hier. Können das jetzt hier belagern? Können wir nicht. Um eine Belagerung vorzunehmen, brauchen wir mehr Truppen als der Verteidiger. Wir ziehen also weiter. So, unser Schiff, das können wir, also diese, die Flotte, die können wir erstmal zurückschicken und dann erstmal wieder einstampfen. Also entlassen. Ja, wir können auch bis Somerset gehen. Und nee, das will ich nicht. Ich will die schon zurückschicken. So, und jetzt kann ich sie nämlich auflösen, die Truppen. Da haben wir dann weniger Kosten, weniger laufende Kosten im Monat. Denn so ein Krieg frisst einem wirklich die Haare vom Kopf.
Ah, die erste Schlacht, die wir hier geführt haben. Und jetzt könnten wir das hier belagern. Ah, guckt an. Und da kann man dann auch, ja, da kann man dann auch Geld einnehmen, wenn man nämlich die Stadt plündert. Wir können jetzt mal hier bleiben für eine Zeit. Monatsbilanz minus 0,86. Das können wir auch eine gewisse Zeit so durchhalten. Das Fieber hat nachgelassen, vielleicht nur vorübergehend, aber trotzdem kann ich immer noch die schemenhaften Gestalten in den Ecken lauern sehen. Existieren sie wirklich? Wir sind verrückt geworden. Oh Mann. Na super. Wisst ihr was? Ich denke mal, wir beteiligen uns erstmal an den Schlachten hier. Wobei, es sind doch ganz schön viele Truppen, die der Gegner hier hat. Ah, da oben sind die Truppen von König Harald. Solange keine Engländer in unsere Richtung kommen, beteiligen wir uns erstmal nicht an direkten Kampfhandlungen, sondern belagern hier erstmal weiter. Und warten das Ganze hier mal ab. Passiert da noch was? Kommen da noch Truppen? Ah, jetzt können wir uns dem natürlich anschließen. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Da kann man dann ordentlich Ansehenspunkte sammeln. Konstanze ist schwanger geworden. Schnell noch rübersetzen über den Fluss, damit wir daran noch teilnehmen. Oh, und ich glaube, die Verstärkung durch uns, die war jetzt auch wirklich wichtig. Sah schon schlecht aus. Oh, das sieht jetzt aber nicht gut aus. Ah, vielleicht doch. Wow, das war ganz schön verlustreich. Aber das ging aber gerade noch gut. Wir haben gesiegt. Das sind hier Überläufer. Oha. Und Bürgermeister Earwelt von Ilchester starb in der Schlacht. Wir haben den König, also die Truppen des Königs, besiegt. Unseren eigenen Truppen. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 443 steht hier. Ah, ist nicht mehr so viel. Wir verfolgen die mal, die hier rüber gehen. Denke mal, wir können uns dann sehr bald mal wieder zurückziehen. Eure Mannen haben im Kampfgetümmel Morka gestellt. Tapfer leistete er Widerstand und dennoch fand er den Tod. Schade. Ich hätte den gerne gefangen genommen. Da kann man dann schön ja, Geld verlangen, um den wieder frei zu lassen. Schlacht von Sarum. Da haben wir gesiegt. Sehr gut. Und jetzt können wir noch weiterziehen. Hier nach Somerset. Mit den Truppen. Und hier haben wir den norwegischen König im Nacken. Hätte ich fast gesagt, aber der ist natürlich auf unserer Seite. Wir können uns dem anschließen. Und dann nach Wessex rüberziehen. Mit ihm zusammen. Ich denke doch mal. Man sieht hier auch die. In diesem Reiter, der da so, oder in diesem Overlay, was da so aufpoppt, Armee von Haken, 494 von 3864, hat schon viele Männer verloren, 112 leichte Infanterie, 211 schwere Infanterie, 60, ich glaube, das sind Pikeniere, oder sind das Panzerreiter, dann 92 leichte Kavallerie, das müssen Panzerreiter sein, und 21b, das sind Bogenschützen. Das sind hier leichte Kavallerie, schwere Kavallerie, genau. So, also sind es Panzerreiter. Oder waren es die Pikeniere? Okay, leichte Infanterie, Spießträger, Bogenschützen, schwere Infanterie, leichte Infanterie, schwere Kavallerie. So, jetzt drückt man die Daumen, dass sich das hier noch positiv für uns entwickelt. Nein, das wird es nicht mehr machen. Der norwegische König sieht sich nicht veranlasst, hier seine Truppen zu unserer Hilfe zu schicken. Ja, Niederlage, da müssen wir wegziehen. Und ich denke mal, wir haben jetzt schon eine Menge getan für den König. Können wir uns da können wir uns auf so Schlacht mal zurückziehen. Ja, hier Titel, wir können Titel vergeben, niedere Titel. Da haben wir hier die Möglichkeit, das Ansehen bei einigen Personen in unsere Richtung zu lenken. Jetzt schauen wir mal rein. Wir haben hier einiges an Ansehen verloren, vor allem weil wir verhuckt sind. Ja, hier unser Verwalter, da könnte mal was gebrauchen an
bisschen einen kleinen Push. So, dem geben wir doch mal einen Titel. Mundschenk. Naja, gut, das mache ich lieber nicht. Mundschenk. Der Mundschenk, wie man hier liest, da Giftanschläge stets eine Gefahr darstellten, war es eine große Ehre, am Hof Getränke reichen zu dürfen. Und naja, wenn der uns nicht mag, dann kann er uns durchaus auch vergiften. Unser Leben wird dann nicht mehr allzu lange sein. Wir machen den zum Jägermeister, den Verwalter. Das ist Farinmal. Farinmal. So, Stallmeister kann auch noch jemand werden. Das könnte unser Sohn werden. Das ist er hier. Tja, dann haben wir noch. Dann haben wir noch, dann haben wir noch den Kanzler. Den hätte ich gern als designierten Regenten. Das ist er. Anton heißt er. Muss ich den mal finden? Wo ist denn der? Anton, Kanzler von Boerek. Müssen wir hier nach Diplomatiefähigkeit gehen. So. Und Grossal Monsieur, Musinier, so heißt es. Das könnte unser Hofprediger werden. Ginkalon. Und Mundschenk. Ich glaube, das lassen wir mal. Aber wir können hier noch ein paar Befehlshaber oder einen Befehlshaber ausrufen. Da gehen wir dann natürlich auch nach der Kriegskunst. Die höchste hat Anton. Ja. Machen wir ihn hier, Zingur, den Höfling, dazu. Der kann dann auch in den Krieg ziehen. So, jetzt können wir hier unseren Kanzler wieder losschicken. Der möchte auch bitte Ansprüche hier vorne fingieren. Hat der überhaupt Verbündete? Hat er nicht. Das ist sehr gut. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da eventuell noch ein bisschen an Schlachtgeschehen teilhaben können. Sind ja beritten, deswegen sind wir ein bisschen schneller als die Infanterie hier. Ah ja, jetzt haben wir hier nochmal Infanterie, gegen die wir kämpfen. Bisschen Kavallerie. Haben gesiegt. Verfolgen die Truppen hier. Und dann werden wir uns aus England zurückziehen, denke ich. Haben dann schon ganz schön viel zu dem Kriegsgeschehen hier beigetragen. Na gut, wir haben jetzt nur noch 190 Mann oder 167. Da kosten die nicht mehr so viel. Ist natürlich auch nicht schlecht. Können wir vielleicht doch noch hier bleiben. Wenn wir uns ihm hier anschließen, der Armee von Graf John. Das hier ist die Kiewer-Armee. Gucke mal, wir können das doch bestimmt machen, dass wir uns den anschließen. Folgende Einheit anschließen. Genau. Dann zieht jetzt immer mit ihm. Sehr gut, und wir können uns um das Geschehen, ja, auf der Welt kümmern. Da haben wir noch Leute, die wir verheiraten können. Den Marschall vielleicht. Heirat arrangieren. Haben wir da jemanden? Ja, nee. Wir nehmen keinen Mann. Wir nehmen ihn schon. Und Berger. Höfling in Rorek. Mag mich nicht besonders. Nehmen wir die mal. Und wir haben eine Tochter. Arganton heißt sie. Ja, soll sie doch ruhig so heißen. Und einen Sohn, da haben wir Zwillinge bekommen. Damit haben wir, genau, die Ambition erfüllt. Mengi Makyukilin und Prinzessin Maria von Norge haben ein Kind bekommen. Warum ist denn er gefangen? Wo ist denn er? Wo ist denn der? Der ist doch nicht etwa. Der ist hier vorne gefangen genommen worden. Oha. Gefangenenfreikauf ersuchen. Okay. Ein Lösegeld von 26 Gold. Kaufen wir den frei. Also, den müssen wir unbedingt haben. Das ist unser, ja, einer unserer Söhne. Er ist ein guter Kämpfer. Ah, ich akzeptiere euren Vorschlag. Sehr gut. So, eine Ambition müssen wir noch wählen. Was machen wir? Wir wählen die Ambition. Wir haben hier Intrigenfähigkeit 7. Wenn wir jetzt das wählen, dann haben wir die bald erreicht und kriegen 100 Prestige. Hier, wir müssen 8 erreichen. Machen wir das. Das können wir schnell erreichen. Wir können Verbündete rufen für den Kampf gegen Norwegen. Großbritannien, Entschuldigung, gegen England. England.
Ja, machen wir das nicht. Damit stellt man auch die Geduld der Verbündeten auf auf die Probe. Das machen wir dann, wenn es mal wirklich wichtig ist, wenn wir im Kampf sind. So, was machen wir hier? Belagern wir das hier noch? Wir gucken da gleich mal nach dem Autospeichern. Was wir dann auch machen werden, ah ja, wir belagern hier noch. Sehr schön. Wie das dann ausgeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir machen jetzt an der Stelle hier erstmal eine Pause. Ich nehme direkt die nächste Folge auf und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!